Ich heiße Daniel Gieselmann und arbeite als Krankenpfleger auf der chirurgischen Intensivstation am Klinikum Bielefeld-Mitte. Hier habe ich auf der einen Seite ein medizinisch enorm spannendes Arbeitsfeld und auf der anderen Seite einen sinnvollen Job, weil ich Menschen helfen kann. Mein Name ist Kerstin Möschter. Ich bin Pflegebereichsleitung hier über einen Bereich über zwei Stationen. Mein Name ist Daniela Askenass. Mir ist wichtig, dass mir neben meinem Beruf als Krankenpflegerin auch noch genügend Zeit für meine Kinder bleibt. Der Arbeitstag von Daniela Askenass beginnt morgens um 8. Eine Kollegin auf der Inneren ist krank und sie muss einspringen. Für 2 oder 3 Tage, dann wird sie auf einer anderen Station eingesetzt. Hier am Klinikum Bielefeld-Mitte habe ich als Poolkraft die Möglichkeit, auf verschiedenen Stationen zu arbeiten. Dadurch erhalte ich mir mein Fachwissen und ich habe familienfreundliche Arbeitszeiten, die sich perfekt mit den Betreuungszeiten meiner Kinder decken. Am Klinikum Bielefeld arbeitet jeder zweite von über 1000 Pflegekräften in Teilzeit. Oft nach individuellen Arbeitszeit- und Dienstmodellen. Wir haben ja auch Mitarbeiter, die dann in Elternzeit gehen oder die aus persönlichen Gründen vielleicht mal über einen gewissen Zeitraum nur eingeschränkt flexibel arbeiten können. Und dieser Springerpool bietet diesen Mitarbeitern dann die Möglichkeit, auch mal für sie passende Dienstzeitmodelle zu entwickeln. Zeit für die Familie. Kein Problem, denn auf eines kann sich Daniela Askenass verlassen. Pünktlich um 12 ist ihr Dienst zu Ende. Die Kindertagesstätte Kidstown ist übrigens eine Einrichtung des Klinikums. Auch Kennzeichen eines mitarbeiterfreundlichen Unternehmens. Das Klinikum Bielefeld mit den Standorten Bielefeld-Mitte, Bielefeld-Rosenhöhe und Halle-Westfalen. Ein Krankenhaus der Maximalversorgung mit 31 spezialisierten Kliniken und Instituten und mit vielfältigen und anspruchsvollen Tätigkeitsfeldern für Krankenpflegerinnen und Pfleger. Zum Beispiel auf der chirurgischen Intensivstation. Daniel Gieselmann konnte hier direkt nach seiner Ausbildung anfangen. Für ihn genau das Richtige. Die Arbeit auf der Intensivstation ist schon eine ganz besondere Herausforderung für mich. Das Klinikum Bielefeld ist ja auch kein kleines Krankenhaus. Das heißt, wir betreuen hier Menschen nach zum Beispiel großen Operationen oder nach schweren Unfällen, die teilweise in Lebensgefahr schweben. Und das bringt natürlich auch für uns Pflegekräfte eine ganz besondere Verantwortung mit sich. Gelernt hat Daniel Gieselmann an der Zentralen Akademie für Berufe im Gesundheitswesen ZAB, an der das Klinikum Bielefeld beteiligt ist. Und wenn er will, kann er sich weiterbilden und für Führungsaufgaben qualifizieren. Die Fort- und Weiterbildung hat einen großen Stellenwert für den Pflegedienst hier im Haus. Wir haben zwei Möglichkeiten vom Grundsatz her, die Teilnahme an externen Möglichkeiten, externen Veranstaltungen und internen, hausinternen Veranstaltungen. Wir ergänzen das Ganze mit einem E-Learning-Portal, das allen Pflegekräften über den Computer 24 Stunden rund um die Uhr zur Verfügung steht für spezielle Fragestellungen. Gezielt fördert das Klinikum Bielefeld Karrieren wie die von Kerstin Möschter. Als Pflegebereichsleiterin koordiniert sie auf ihren beiden Stationen die Dienstzeit der Krankenpflegerinnen und Pfleger. Bei mir war es zum Beispiel so, dass ich ein Pflegemanagementstudium vor ein paar Jahren angefangen habe und mir das der Arbeitgeber auch durchaus ermöglicht hat, das berufsbegleitend zu machen. Führungsverantwortung, der Umgang mit Patienten. Der Job am Klinikum Bielefeld bietet Kerstin Möschter beides. Und nicht nur sie hat bei einem der größten Arbeitgeber in der Region optimale Chancen für die berufliche Weiterentwicklung.